Hey YouTube, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute beschäftigen wir uns mit den drei Icon SBCs, die wir mittlerweile bekommen haben. Wir haben Stoichkov jetzt als neuestes bekommen, wir haben Blanc bekommen und Beckham hatten wir als erstes bekommen. Ich werde zu allen drei meine Meinung abgeben, wer sich lohnt zu machen, wer nicht. Und wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Fragen zu einem der drei habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Ansonsten gerne auch ein Abo da lassen, falls ihr es nicht getan habt. Und die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Vielen, vielen Dank für euren Support und ich würde sagen, wir springen rein ins Menü und gucken uns die drei SBCs erstmal an. So, wie gesagt, das sind die drei eigenen SBCs, die wir aktuell haben. Beckham ist als erstes gekommen, dann hatten wir Blanc und Stoichkov. Ich habe zu Blanc jetzt schon mehrmals meine Meinung auch abgegeben, weil das eine sehr beliebte SBC ist. Ich werde sie aber hier auch gleich nochmal mitteilen. Und David Beckham war die erste, die wir bekommen haben mit 10 Anforderungen. Beckhams Karte an sich, wenn man den zentral spielen lässt, so als Achter, geht da schon irgendwo klar, aber es gibt halt schon noch Defizite, muss man ganz klar sagen. Was cool ist natürlich, dass er hoch hat, so kann man ihn als Box-to-Box spielen lassen. 3 Sterne, 3 Sterne ist natürlich nicht optimal und er hat halt nicht die besten Defensivstats, muss man auch ganz klar sagen, für einen Box-to-Box-Spieler, weil das Spiel einfach darauf ausgelegt ist, mit 2 Box-to-Box-Spielern bzw. mit 1 Box-to-Box-Spieler und mit 1 Sechser zu spielen und eigentlich sollten beide auch defensiv gute Anlagung haben und bei ihm sind halt einfach die Defensivsets nicht so nice. Was bei ihm aber nice sind, sind die Playstyles für einen Box-to-Box-Spielmacher, muss man ganz klar sagen, weil er hat entscheidender Pass, er hat weiter Pass, er hat harter Pass und was ich auch seit neuestem sage, ist, dass die Batterie ein underrateder Playstyle ist, weil mit der Batterie kannst du auf dem Spieler solche Anweisungen wie energisches Abfangen geben und dann kann er das ganze Spiel durchspielen ohne Probleme. An sich, bei den Stats sind natürlich auch seine Passwerte extrem krass. Das ist natürlich seine größte Stärke. Er hat ein ordentliches Tempo. Er hat auch noch stabile Schusswerte, kann auch mal Dinge aus der Distanz reinhauen. Und seine Dribbling-Stats sind an sich auch nicht verkehrt für so einen zentralen Mittelfeldspieler. Aber das größte Problem bei seiner SBC ist natürlich ganz klar sein Preis. Und dementsprechend kann man diese SBC einfach nicht empfehlen. Die SBC kostet 700.000 Coins und Beckham selbst auf dem Markt kostet 400. Also ja, das war die erste SBC, die kam halt raus, als das Fodder noch übertrieben günstig war und seitdem ist das Fodder natürlich angezogen und jetzt haben wir halt diesen Unterschied. Beckham an sich ist auch noch gedroppt auf dem Markt und jetzt hat man halt diese Differenz von 300.000 Coins. Können wir hier kurz und knapp machen, lohnt sich nicht abzuschließen. Kommen wir zu Blanc. Blanc ist eine starke Endverteidigerkarte, hat sehr starke Defensivstats. Ja, mit 90 Defensive auf dem Face-Stat, da waren aber noch 92 faire Zweikämpfe, 91 Defensivbewusstsein. Physis-Stats sind sehr stabil und seine Dribbling-Stats für einen Spieler mit 1,92 Körpergröße gehen auch fit. Was nicht das Beste ist, sind seine Kurzpasswerte, weil ein Innenverteidiger sollte schon eigentlich auch stabile Werte haben. Die sind okay, nichts Überkrasses. Wenn man da die Nadel im Heuhaufen suchen möchte, ist das hier so ein Punkt. Sein Tempo mit 78, 76 Antritt und 80 Sprinttempo geht auf jeden Fall fit. Seine Playstyles. Er hat für einen Innenverteidiger mit den geilsten, den man haben kann, Antizipation Plus. In Kombination mit Kante ist das natürlich immer eine richtig krasse Sache. Da kann man auf jeden Fall nicht drüber meckern. Und dann auch noch Abdrängen auf Silber ist auch sehr nice. Lufthoheit hat er auch noch, was ganz cool ist, vor allem für die Duelle in der Luft halt. Kann auf jeden Fall weiterhelfen. Bei seinen Stats an sich hat er nämlich nur 76 Sprungkraft und 84 Kopfballpräzision. Aber das in Kombination mit dem Playstyle hilft natürlich, dass er diese Kopfballwerte gewinnt und dann natürlich auch noch seine Größe. Mittelhocharbeitsraten sind nice. 3 Sterne Weak Foot reicht aus für einen Innenverteidiger und Skill Moves brauchen wir auf einen Innenverteidiger sowieso nicht. Blanc ist eine wirklich starke Karte. Von den Gold-Innenverteidigern gibt es nur einen, der mithalten kann, der auch besser ist als Blanc und das ist Virgil van Dijk. Ansonsten ist Blanc besser als jeder andere Gold-Innenverteidiger, das kann ich euch sagen. Und wenn ihr überlegt, Blanc zu machen, macht ihn. Das ist absolut fair, der Preis von 400.000 Coins, die SBC kostet. Blanc auf dem Markt selbst kostet 440.000 Coins. Ist nicht so ein großer Unterschied, beziehungsweise ich sehe gesagt, 470.000 Coins kostet Blanc auf dem Markt. Der Unterschied ist nicht wirklich groß, aber wir generieren ja auch immer wieder Fodder, sodass wir am Ende Blanc deutlich günstiger abschließen können. Und wenn ihr schon Fodder habt und einen Innenverteidiger benötigt, ist Blanc auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option für die Innenverteidigung. Könnt ihr locker bis zum Team of the Year in der Innenverteidigung spielen. Und das Coole ist ja auch, dass Icons dieses Jahr sehr, sehr nice sind für den Teambau, weil sie einfach einen Punkt geben für jede Liga. Er ist auch noch Franzose mit die beliebteste Nation, was die Karten in Ultimate Team angeht.
Und dementsprechend hilft Blanc da auch nochmal weiter. Also das ist eine gute SBC. Klickt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Von mir starker Innenverteidiger, guter Preis. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Macht man nichts verkehrt. Warum ich Blanc nicht abgeschlossen habe, ist einfach aus dem Grund, weil ich Van Dijk habe, wo ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich den besser finde als Blanc. Und ich habe Ferdinand. Und Ferdinand ist auch nochmal besser. Von den Icons ist Blanc so in der Top 4. Ja, wir haben Ferdinand, Maldini und dann Desailly und Blanc, die so ungefähr auf einem Level sind. Also kann man auch sagen Top 3, was die Icon-Innenverteidiger angeht. Wobei es auch noch einen Carlos Alberto gibt, den man in der Innenverteidigung spielen lassen könnte. Wenn wir den noch mit reinnehmen, wäre der wahrscheinlich auch noch über Blanc. Aber ansonsten ist Blanc auch bei den Icons einer der Besten. Kommen wir zu Stoichkov. Die Karte ist jetzt ganz frisch gekommen und wir benötigen 10 Teams. Natürlich einmal das Bronze- und das Silber-Team, dann einmal da, wo man die Leihkarte bekommt. Und das kann ich euch auch immer nur empfehlen, Freunde. Wenn ihr euch unsicher seid, aber drüber nachdenkt, eine SBC von diesen Icons zu machen, schließt erstmal dieses Team hier ab. Da kriegt ihr nämlich eine Leihkarte für 5 Spiele und könnt euch selber erstmal ein Bild von der Karte machen, ob sie euch gefällt oder nicht. Ich habe das Ganze bei Stoichkov gemacht. In den letzten Jahren war Stoichkov nicht wirklich beliebt und hat immer stabile Stats, aber seine 3 Sterne Weakfoot, die er hatte, haben immer in Kombination mit 4 Sterne Skills, das ist halt nicht die geilste Kombination, die haben halt immer dazu geführt, dass er halt häufig einfach links liegen gelassen wurde. Dieses Jahr kommt aber noch hinzu, dass wir Playstyles haben und Stoichkov hat geile Playstyles. Technik Plus ist mit einer der geilsten Playstyles, den man aktuell haben kann, wegen dem R1-Dribbling, was er dann so geil machen kann. Er hat den angeschnittenen Schuss auf Silber, was auch nice ist. Ruhender Ball auf Silber ist okay, ist immer Zusatz. Und Flair ist halt auch nicht wirklich wichtig. Aber Technik Plus und angeschnittener Schuss sind auf jeden Fall schon mal ganz nice. Zudem hat Stoichkov ja auch stabile Werte. Gutes Tempo, sehr nice Schusswerte, Dribbling-Sets sind sehr stark, Physis ist stabil. Mit 81 Stärke und 91 Aggressivität ist das wirklich sehr, sehr stabil. Und die Passwerte für einen Offensivspieler sind auch sehr gut. Also von den Stats her sieht Stoichkov auf jeden Fall richtig stark aus. Wie gesagt, einzige Negativpunkte sind halt tatsächlich seine Sternkombination und dann halt die Arbeitsrate mit Mittelmittel sind auch nicht immer die geilsten auf einem Offensivspieler. Aber an sich ist Stoichkov gut. Er hat mir gut gefallen. Er hat ein ordentliches Tempo gehabt. Er hat ein nice Player-Model. Er war beweglich. Sein Left-Stick-Dribbling war nice. Und dann auch noch in Kombination mit dem R1-Dribbling ging Stoichkov schon sehr, sehr gut ab. Und man kann ihn in der Offensive auf jeder Position spielen lassen. Man kann ihn als Stürmer spielen lassen. Man kann ihn auch als Zehner spielen lassen. Man kann ihn als Flügelspieler spielen lassen. Das ist halt ganz nice an Stoichkov. Und auch beim Teambuilding. Es ist auch leicht, ihn einzubauen, weil er halt wirklich auf jeder Seite spielen kann. Er kann LF, er kann RF, er kann Stürmer und MS, was auch ganz nice ist. Und vom Preis her muss man sagen, dass der SBC von EA auch gut gepriced wurde. Als Stoichkov nämlich rauskam, war der Stoichkov auf dem Markt bei 900.000 Coins. Und die SBC kostet rund 770.000 Coins. Das war eine Differenz von 130.000 Coins. Dadurch, dass die SBC so günstig war, ist Stoichkov auf dem Markt aber auch gefallen. Wir sehen es hier auf Footbin beim Trend. 84.000, also wie gesagt, von 900.000 einfach runtergefallen auf 820.000. Das ist halt nun mal so, wenn der SBC günstiger ist oder deutlich günstiger ist als die Karte auf dem Markt, dann sinkt der Spieler auf dem Markt. Und dementsprechend ist die SBC auch gut gepriced von EA, muss man einfach so sagen. Und ich denke, dass Stoichkov auch keine schlechte Option ist, ihn abzuschließen, falls man überlegt, ihn zu machen. Aber ich denke auch, dass es keine Must-Do-SBC ist. Ein Blanc ist eher in der Richtung Must-Do, je nachdem, was man für ein Team hat. Stoichkov muss man nicht, kann man machen. Wir haben natürlich auch lange Zeit, ihn abzuschließen. Jetzt kommt am Freitag auch noch Foot Centurion raus. Es ist trotzdem natürlich ein ordentlicher Preis für den SBC, 770.000 Coins. Deswegen muss man halt überlegen, was man mit seinem Vorder macht. Foot Centurion erwähne ich deswegen, weil dort werden auch ein paar SBCs kommen. Wir werden da SBCs bekommen, wie zum Beispiel einen Ødegaard und einen Mudrik. Die zwei wurden auf jeden Fall schon mal geleakt. Wie die am Ende sind, was sie für Playstyles haben, was sie für Stats haben, das kann man jetzt noch nicht sagen. Aber Foot Centurion sollte man auch nicht außen vor lassen, weil es könnte halt dazu führen, dass wir ein Zeitfenster am Freitag haben, wenn viele Packs geöffnet werden, wo das Vorder nochmal sinkt und so kann man die SBC dann eventuell auch nochmal günstiger abschließen. Wie gesagt, Stoichkov ist so eine Sache, kann man machen, wenn man drüber nachdenkt, muss man aber nicht machen und wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, macht euch selber einfach ein Bild davon, indem ihr einfach die Leihkarte nutzt und spielt, testet ihn einfach. Dafür sind ja diese Leihkarten dann auch da, um dann Karten mal testen zu können, wo man drüber nachdenkt, bevor man einfach sein ganzes Vorder in eine Untrade-Karte reinhaut, die man am Ende nicht benötigen kann. Das ist so ganz kurz mein Überblick zu den aktuellen Icon-SBCs, die wir haben. Beckham ist auf jeden Fall ein absolutes
Ein absoluter Daumen nach unten. Blanc ist ein Daumen nach oben und Stoichkov ist ein Daumen zur Seite. Weil er halt trotzdem sehr, sehr teuer ist. Und so einen Son zum Beispiel würde ich einem Stoichkov immer vorziehen. Weil er hat 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot. Er hat den Finesse-Shot auf Plus. Das Problem bei Son ist, er linkt halt nicht so gut wie Icons. Und wenn man halt eine Icon benötigt für sein Team, eine spielbare Icon, um halt eventuell noch den einen Chemiepunkt rauszuholen, damit das Team auch voller Chemie ist, oder um allgemein ein geiles Hybrid-Team zu bauen, dann kann man natürlich über so Karten wie Stoichkov nachdenken und den eventuell abschließen, wenn man auch Vorder im Verein hat. Und damit bin ich am Ende des Videos angekommen. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin raus. Peace out. Ciao.